Hallo Leute und willkommen zum Rosenmontag-Update meines selbstgebauten Audioplayers für Kids. Ich möchte euch wieder davon erzählen, was ich in der letzten Woche an dem Projekt getan habe und fangen wir an mit der Software. Das ist nämlich nur ein Punkt. Dazu gekommen ist ein Stromsparmodus bzw. Auto-Shutdown. Nach einer Stunde nichts tun, so wie jetzt, geht der Player einfach aus. Jede Aktion, die etwas abspielt, die setzt den Timer zurück. Und wenn er jetzt wieder im Pausemodus ist oder die Playlist komplett leer ist, dann geht er einfach nach einer Stunde aus. Das war es auch schon mit den Softwareänderungen. Bei der Hardware bzw. bei der Rahmenkonstruktion, da hat sich mehr getan. Nicht unbedingt zum Guten, wie ich finde, aber lass mich kurz davon erzählen. Ich habe den Rahmen größer gemacht. Der ist 2 cm in der X-Richtung und in der Y-Richtung ist er gewachsen. In der Höhe ist er gleich geblieben. Das habe ich vor allen Dingen deswegen getan, um Platz für Wände zu schaffen, die ich gerne einsetzen möchte. Ja. Hier und unten und auf der anderen Seite und oben gibt es jetzt eben Schlitze. Und ich dachte mir, dort kann man Pappe einsetzen, weil man die gut verkritzeln kann. Oder Aufkleber drauf machen kann oder sonst irgendwie bemalen kann. Und im Moment sitzt dort jetzt 2 mm starke Pappe drin und ich denke, die reicht absolut aus. Allerdings passen die Toleranzen nicht mit denen ich das konstruiert habe. Die Einlässe oder die Schlitze sind zu schmal und die Pappe ist zu dick. Der andere Grund, warum ich den Rahmen stärker konstruiert habe, sind die Pins oder die Aufnahmen für den oberen Teil des Rahmens. Die sind oft abgebrochen, beziehungsweise jedes Mal sind die abgebrochen. Und das ist nicht unbedingt besser geworden, jetzt wo der Durchmesser größer ist. Wahrscheinlich muss ich da noch Änderungen am Slicer vornehmen. Also das ist die Software, die 3D-Konstruktion in Maschinencode für den 3D-Drucker umsetzt. Da kann man einiges an Parametern ändern, was Wandstärken betrifft oder wo die Wand gefüllt wird, wann nicht gefüllt wird und immer noch Wand verwendet wird. Ja, yada yada, das hat noch nicht so richtig gepasst. Ebenfalls, was auch überhaupt nicht gepasst hat, war genau ein weiterer Grund, warum ich das Ding größer konstruiert habe. Ich wollte einfach mehr Platz haben, um die einzelnen Platinen unterbringen zu können, den Halter für den Verstärker habe ich weiter nach da gesetzt und das hat dann dazu geführt, dass die Wand des Lautsprechers daran stößt und dass das krumm und verbogen wird. Ja, das war nix. Also muss man für die Platine neuen Platz suchen. Ja, das war es auch schon von dem sehr gelben Player diese Woche. Ich hoffe, ich kann euch nächsten Sonntag wieder ein neues Video präsentieren. Je nachdem, wie faul ich bin und je nachdem, wie viel Guild Wars 2 ich spielen muss. Also, macht's gut, eine schöne Woche wünsche ich euch.